Hey Leute und herzlich willkommen zum zweiten Teil des PC-Bauens. Heute vollenden wir ihn und werden unsere Wasserkühlung installieren. Und zwar habe ich hier die Navis 280 RGB von Silentium PC, mit der wir uns die nächsten paar Minuten beschäftigen werden. Viel Spaß mit dem Video! Falls sich jemand im Intro bereits gefragt hat, was zur Hölle ist denn Silentium PC, dann hat das durchaus seinen Grund. Die polnische Firma verzichtet nämlich großräumig auf Marketing und Werbung und bietet dafür ihre Produkte zu entsprechenden Preisen an. Diese Waku hat bei Alternate 75 Euro gekostet. Gehört also zur unteren Preisklasse, hatte aber gute Tests, unter anderem auch auf computerbase.de, weswegen ich entschied, ihr eine Chance zu geben. Eine Kompakt-All-in-One-Wasserkühlung besteht eigentlich immer aus denselben Komponenten. Dem Kühlkörper, der auf die CPU gehört, die Pumpe, die den Wasserkreislauf reguliert, dem Radiator samt Ventilatoren, der die erwärmte Flüssigkeit abkühlt, und den Schläuchen, einer der die erwärmte Flüssigkeit von der CPU zum Radiator abtransportiert und einer der die abgekühlte wieder zum Kühlkörper zurückleitet. Wenn ihr euch für eine Wasserkühlung entscheidet, gibt es wieder ein, zwei Dinge zu beachten. Erstens muss die Waku wieder zu der Sockelart an eurem Mainboard passen, also AM4, L50, L51 und so weiter. Viele Waku-Hersteller haben da eine sehr solide Lösung und liefern ihre Produkte mit Adaptern für mehrere Sockelarten aus. Meine gehört zu diesen. Und zweitens muss euer Gehäuse noch über genug Platz für den Radiator verfügen. Ich konnte ihn zum Beispiel in mein Sharkoon DG7000G nur vorne einbauen, da oben das Laufwerk im Weg war. Und selbst für den Einbau vorne musste ich den Festplattenkäfig und damit das halbe Case nochmal zerlegen. Also besser vergewissern, ob euer Case noch genug Platz für eine Waku bietet. Und nicht vergessen, ihr braucht eventuell wieder Wärmeleitpaste. Nachdem wir wieder alles ausgepackt, auf Vollzähligkeit geprüft und unseren Arbeitsplatz freigeräumt haben, beginnen wir damit, die Lüfter auf dem Radiator zu montieren. Ich habe mich für den 280mm Radiator entschieden, auf ihn kommen also zwei 140mm Lüfter. Wie gesagt, beim Kauf aufpassen, bis welche Größe in euer Gehäuse passt. Überlegt euch von vornherein, wie ihr den Airflow im Gehäuse haben wollt. Optimal wäre es, wenn euer Gehäuse vorne Luft einsaugt und hinten, gegebenenfalls auch oben, wieder hinausbläst. Der bestmögliche Airflow ist aber eine Wissenschaft für sich, weswegen ich jetzt nicht näher darauf eingehen werde. Auf fast allen Lüftern sind mit Pfeilen die Luftrichtungen markiert. So wisst ihr, warum ihr sie montieren müsst. Verschraubt die Lüfter auch so, dass die Kabel gleich in der passenden Ecke sind, wo ihr sie später gerne im Gehäuse hättet. Das vereinfacht das anschließende Kabelmanagement. Schraubt dann die Lüfter mit den passenden Schrauben fest, zieht sie aber nicht zu stramm. Natürlich muss der alte Lüfter erstmal aus dem PC raus. Steckt ihn bitte zuerst ab, das vergisst man gerne beim Herausnehmen und läuft Gefahr, das Kabel zu beschädigen. Bei den meisten AMD-Lüftern müsst ihr vorher eine Klammer öffnen, bei Intel sind es meist vier Stifte an den Ecken, die ihr eindrehen müsst. Die Wärmeleitpaste solltet ihr immer neu auftragen, wenn ihr den Kühler abnehmt, um Leerflächen zu vermeiden. Am besten könnt ihr die alte mit einem Stück Küchenrolle entfernen, das reicht für gewöhnlich. Wer es ganz sauber möchte, kann zusätzlich zu einem hochprozentigen Alkoholreiniger greifen, nehmt aber bitte keinen Nagellackentferner, da können hautschonende Fette drin sein, die die neue Wärmeleitpaste in ihrer Effizienz zerstört. Nun müssen wir die zu unserem Sockel passende Backplate installieren. Gute Gehäuse bereiten den Luxus, hinten ein Loch zu haben, sodass man eine Backplate ganz leicht nachinstallieren kann. Die armen Schweine, die das nicht haben, müssen jetzt leider das gesamte Mainboard nochmal herausnehmen. Entfernt zuerst die Luftkühlerhalterungen, die sich standardmäßig auf dem Mainboard befinden, und die dazugehörige Platte auf der Rückseite solltet ihr eine haben. Jetzt bereiten wir die Backplate selbst vor. Wie bereits erwähnt, ist meine Wasserkühlung adaptiv. Hier empfehle ich dringendst einen Blick in die Gebrauchsanweisung, denn da steht dann auch drin, welche Schrauben ihr bei welchem Sockel braucht und in welche Bohrungen sie entsprechend gehören. Anschließend platziert ihr die Backplate hinten am Mainboard und setzt vorne schon mal die Abstandshalter drauf. Nun muss noch der zum Sockel passende Adapter am Kühlkörper befestigt werden. Auch hier gibt es keine Allround-Lösung, ihr müsst in der Anleitung nachsehen, welche Bauteile ihr bei eurem Sockel verschrauben müsst. Die Plastikfolie, die sich am Kühlkörper befindet, unbedingt abnehmen. Wenn die CPU heiß wird und das Ding klebt noch dran, könnt ihr euch die Sauerei ja vorstellen, die ihr ansonsten habt.
Wenn alles vorbereitet ist, kann der Radiator ins Gehäuse. Ich fädel die Kabel dabei gleich durch die Löcher, um sie wieder im Hintergrund verlegen zu können. Alles wieder verschrauben, auch hier die Schrauben bitte nicht zu stramm ziehen. Bevor ihr den Kühlkörper aufsetzt, vergesst nicht noch einen Klecks Wärmeleitpaste in der Mitte der CPU aufzutragen. Durch den Anpressdruck vom Kühlkörper verteilt die sich dann von selber. Wenn bei eurem bereits Wärmeleitpaste aufgetragen ist, müsst ihr selbstdrehend keine zusätzlich auftragen. Nachdem der Kühlkörper ordentlich verschraubt ist und fest sitzt, sind wir schon fast fertig. Zum Abschluss müssen wir nur noch alles verkabeln. Diese Wacke kommt an einen SATA-Stromstecker und die LEDs werden mit einem PWM-Stecker verbunden. Vergesst nicht das Kabelmanagement, das ich euch im letzten Video ans Herz gelegt habe. Damit sind wir fertig. Die Wasserkühlung ist fertig eingebaut, verkabelt und einsatzbereit. Ich habe sie nun bereits seit 2 Monaten im Einsatz und bin mehr als zufrieden. Bei Stresstests und selbst nach mehreren Stunden Assassin's Creed Origins ist mein Ryzen 7 2700X keine 50 Grad warm geworden. Für den Preis also eine Top-Kühlleistung. Einziger Nachteil, dadurch, dass die Vacu über SATA angesteckt wird, kann man die Pumpe nicht regulieren. Sie läuft also immer bei voller Leistung, laut Hersteller sind das 2500 Umdrehungen die Minute. Ich empfand sie allerdings nie als störend laut und die RGB-Beleuchtung ist auch schön anzusehen, was ja auch nicht bei jeder Vacu Standard ist. Mein Fazit, eine super All-in-One Wasserkühlung zu einem unschlagbaren Preis. Tja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen würdet. Im nächsten Video installieren wir noch zusammen Windows 10 auf einem Neugerät. Ich bedanke mich fürs Anschauen und wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal, euer T-Bone. Tschüss!